Ein 72 Jahre altes ehemaliges Segelschulschiff, die Greif. Okay, jo, und er kommt. Alles wird teurer, Material wird teurer, Arbeitsstunden werden teurer. Natürlich wird dann auch so eine Wahnsinnsbaustelle teurer, ist klar. Das Schiff muss auf die Werft. Aber hat es überhaupt eine Chance? Also die Greif ohne die Gitarre ist nicht möglich und die Gitarre ohne die Greif nicht. Einmal noch an den Heimatliegeplatz. Die Greif macht fest in Wiek, im Fischerhafen der Stadt Greifswald, in Vorpommern. Segeln darf das Schiff nicht mehr. Eine Schonerbrig, gebaut 1951 auf der Warnow-Werft in Rostock als Wilhelm Pieck, benannt nach dem ersten und einzigen Präsidenten der DDR. 41 Meter lang, 7 Meter breit. Betrieben bis 1990 als Ausbildungsschiff für die Korsanten, die Offiziersanwärter der Handelsflotte. Der einzige Hochseesegler der DDR. Und so etwas wie die Gorch Fock des Ostens. Am Liegeplatz der Greif eine Ausstellung. Die letzten ihrer Zunft mit Porträts der deutschen Ostseefischer. Dazwischen die Korsanten von einst. Und Robert Greiner Pohl, genannt Bob. Wer von euch hatte Leistenbruch und hat Schwierigkeiten zu heben? Also 25 Kilo sind auch in Ordnung, aber ich habe gestern eine Tonne hinter mir gehabt. Dort war ordentlich. Ein Subotnik, ein ehrenamtliches Wochenende für Vereinsmitglieder. Die Greif gehört heute der Stadt Greifswald. Bob ist als Bootsmann fest angestellt. Es muss Sand an Bord. Gewicht für einen Krängungstest. Ich denke, dass der Weg noch ein ziemlich langer sein wird. Das wird also vielleicht nicht nur ein 1000-Meter-Lauf, sondern vielleicht auch ein Marathon werden. Aber egal wie, wir haben jetzt angefangen. Und das ist das Gute, dass wir jetzt sozusagen auf dem Weg sind, das Ding fertig zu bringen. Fahrverbot. Von der Brücke bis zum Rumpf muss das Schiff erneuert werden. Aber nur gut 3 Millionen Euro stehen zur Verfügung von Land und Bund. Ob das für alles reicht? Auch für die Maschine? Der Maschinist, der wird ja auch Schmiermaxe genannt. Überall, wo man anfasst, ist es schmierig. Wollen wir nicht. Dass man ja auch nicht ausrutscht. Der Maschinist, der Greif, auch mit fester Stelle, Silvio Weiß. Ich bin ja aus Berlin, Ur-Berliner. Aber die Berliner sagen zu mir jetzt mittlerweile schon Fischkopf. Ja, da habe ich gesagt, okay, für die Berliner bin ich Fischkopf. Für die Norddeutschen bin ich eine Bulette. Was bin ich denn? Ja, ich bin eine Fischbulette. Habe ich einfach ein Ding daraus gemacht. Hallo, hier ist die Fischbulette. Die Gewichte sind verteilt. Die Helfer müssen von Bord. Und warten. Im Krängungstest wird mit einem Lot im Mast geprüft, ob sich das Schiff noch auf die Seite legen kann, ohne zu kentern. Das ist wichtig für die Fahrt über See zur Reparaturwerft. Einmal mal nach links und rechts. Ja. Die Greif liegt auch sehr schön auf der Seite, auf der Backe, wie wir sagen. Aber wie doll kann sie gekränkt werden? Das finden wir eben heute zum Teil raus. Der Mann vom Amt notiert die Ergebnisse und dann geht es von vorne los. Für den nächsten Messpunkt. Aus Stralsund und Rostock, Thüringen und Sachsen kommen die Ehemaligen und helfen, bis es anfängt zu regnen. Bis zur nächsten Pause. Und wieder mal essen. Alle sind sie gerne gekommen. Alle würden sie lieber segeln. Ihr altes Schiff ist ein Denkmal heute, aber ein Denkmal in Fahrt. Es war in Fahrt. Ich wünsche diesem Schiff, dass es wieder segelt. Sich auf die Seite zu packen bei dem Wind, achterlicher Wind, und segeln, segeln, segeln. Es muss wieder segeln. Es muss eine Windsbraut sein, die sexy daherkommt und wo die Leute einfach nur
die Eleganz bestaunen und diese zeitlose Schönheit dieses Schiffes. Noch im selben Jahr soll es losgehen. Aber es geht nicht los. Es findet sich einfach keine Werft für 3 Millionen Euro. Erst nach einem Jahr geht es weiter. Überführung zur Volkswerft nach Stralsund. Endlich wieder eine Flagge am Heck. Aber kein Komplettvertrag. Nur der Rumpf soll saniert werden. Der Krieg, die Inflation, der Stahlpreis. Mehr ist nicht drin. Alles ist raus. Und das ist so ein bisschen so ein Stück, wo man sieht, da wollen wir ran. Das ist eines der ersten Stücken, die richtig schlimm aussehen. Und man sieht, hier sind so partielle Stücken. Und die wollen wir austauschen. Ohne Segel, nur mit der Maschine bis Stralsund. Und mit dem Maschinisten. Ja, wir haben erst einmal Probelauf gemacht, weil wir für die Überfahrt eine kurze Genehmigung kriegen mussten, also vom BSH. Und Schifffahrt und Verkehr und so. Und die mussten uns ja eine Genehmigung erteilen, sozusagen eine kurzfristige Fahrerlaubnis. Die ehemaligen Ahnen. Es wird ein Abschied für lange Zeit. Bob ist auf der Werft dabei. Der Bootsmann kommt auch aus Berlin und musste die Küste erstmal finden. Auch zu Abiturzeiten schon hatte ich dann Freunde hier oben. Irgendwann bin ich dann zu denen gezogen. Die haben mich dann eingeladen, dass ich bei ihnen wohnen durfte. Und das war in der Nähe vom Achterwasser. Das war sehr, sehr schön. Das war quasi dann die Verbindung zwischen Jugend und Zukunft. Und dann war ich hier oben gelandet und aus Berlin weg. Da war ich sehr froh drüber. Er war Segellehrer und Bootsbauer auf dem Dänholm, bis der Anruf kam von der Greif, die angekommen ist vor Stralsund. So, Leine über. Es ist der 8. Oktober 2022. Und wie es weitergehen soll, wir wollen ran. Ist nur ungefähr klar. Ja, die ist er ja auch leichter jetzt. Er kommt. Erstmal müssen wir raus aus dem Wasser und dann können die Arbeiten im November dann beginnen, wo wir dann wirklich an den Rumpf rangehen und dann hoffen wir, dass es weiter vorangeht. Im Klartext, erstmal tut sich nichts. Und Bob macht am Wochenende was ganz anderes. The unexpected, I don't really care. I'm always walking the line. Oh, can't you see what you're doing to me? Bob im Studio bei einer Hamburger Band, bei Stonewater, des Gitarristen Robert Wendt. Der hat die Stimme gehört und dann höflich gefragt. Ja, Bob hatte Zeit. An der Musikschule in Pankow hat Bob Posaune und Trompete gelernt, die Gitarre dann ganz allein. Und die Stimme. In Hamburg ist er wegen der Band, nicht wegen der Stadt. Also dadurch, dass ich Berlin kenne und auch erfolgreich verlassen habe, ist es jetzt nicht so, was mich so reizt. Was mich eher reizt, ist die Elbe und sind die Schiffe, die da drauf rumfahren. Seine Bands hießen Ginger Candy oder Stormbirds. Boah, ey. Und jetzt also Stonewater aus Hamburg. Als wir uns gesehen haben und man natürlich miteinander spielt und improvisiert, das ist wie eine Crew. Aber man muss zugeben, Robert hat uns zusammengeführt. Ne? Er ist der Kapitän quasi und er braucht einfach nur noch einen Bootsmann, der singt. Erst 2 Monate nach Ankunft ist die Greif wirklich an Land. Trockengestellt heißt das in Stralsund. Auf Schienen aus dem Wasser gezogen. Also hier hat ja alles super geklappt. Mit dem Liften. Hat einwandfrei geklappt. Und dann haben wir die vier Rungen dort getauscht und haben die durch Pallungen ersetzt. In den Pallungen steht das Schiff und soll jetzt mit diesem Hydraulikaggregat auf den endgültigen Stellplatz geschleppt werden. Nee, ich wollte nicht so fahren. Die Docker sind neugierig.
Wann ist die gebaut? 51. 51. Ach so. Das ist schon ein paar Tage her. Ist die denn innen überhaupt schon mal renoviert worden auch oder nur von außen? Ja, die ist 91 ist hier innen drinnen wieder neu saniert worden. Ah, 91 ist auch so. Aber ansonsten lohnt sich das noch. Jetzt die anderthalb Jahre. Ich bin jetzt 60. Noch in 5 Jahren. Noch einmal wird aus der Greif für kurze Zeit ein Schienenfahrzeug. Meter für Meter geht es an den endgültigen Stellplatz. Silvio passt auf, dass das Schiff nicht umfällt. Bob liegt mit Covid zu Hause. An diesem Ort steht das Schiff keinem anderen im Weg. Aufwärmen im Planungsbüro. In 10 Jahren hat die alte Volkswerft gleich 2 Insolvenzen erlebt. Erst P&S, dann die MV-Werften. Jetzt tastet sie sich zurück an den Markt. Federführend dabei ist die Stadt Stralsund. Ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mach ich. Bis dann. Tschüss. Oliver Schmidt ist der Dritte im Bunde, der Kapitän der Greif. Jetzt mit der Bauplanung beschäftigt. Aber wenn es nicht passt, machen wir es entschieden zur Seite und zur Not können wir da, wo mal später die Schotten rein sollen, in die Schanze. Jeder macht was anderes. Silvio dokumentiert die Sanierung. Das Baugerüst steht. Der fährt den Turm ran, damit wir aufs Schiff kommen. Ich habe ja selber so ein Archiv, ich habe ein riesen Greifarchiv so an Fotos und uns. Die Festplatte, die kippt bald ab, deswegen habe ich jetzt eine eigene Festplatte nur für die Greif. Die Werfzeit wird zum Alltag für die Seeleute. Ausgang ungewiss. Der Rumpf wird repariert, so viel steht fest. Was danach kommt, weiß keiner. Aber auch die Rumpfarbeiten verzögern sich. Erst im Januar geht es los. Bob ist längst wieder dabei. Jeden Tag auf der Werft. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist noch hergestellt in der Deutschen Demokratischen Republik. Eine Trennscheibe. Eigentlich sind die gar nicht mehr zugelassen, weil die Flexscheibe, die hier um die Ohren fliegen kann, wenn er immer verkannt ist, fliegt die dir. Und ich habe schon Bilder gesehen, wo das Ding bei ihm im Kopf war. Also, so eins? Ja. Ich frage mal unsere Schweißerfreunde, ob die vielleicht noch eine gängige, ja, aber große Scheibe. Müssen wir noch haben, oder sind die jetzt alle? Das sind die letzten, die wir hatten. Die Schweißer sind unten am Rumpf. Da ist unser Schrott, da geht er hin. Im Container liegt rostiges Blech, das schon aus dem Rumpf herausgebrannt ist. Dafür werden später neue Stahlplatten und Spanten eingesetzt. Das Schiff muss wieder dicht sein, schwimmfähig. Das ist der erste Schritt. Eine Sanierung von unten nach oben. Das Deck wäre als nächstes dran, aber dafür gibt es immer noch keinen Vertrag. Havanna und vor allen Dingen Schlager von Land und Leuten. In der Pause hat Bob die CD-Sammlung aus den 90ern gefunden. Der Hamburger Fährmaster. Ich hab mein Hamburger Fährmaster sein to my day, to my. Was treibt die beiden an? Welche Hoffnung haben sie? Meine Hoffnung ist ja klar, dass wir wieder in Fahrt kommen und alsbald. Weil, naja, wir sind ja nur alle nicht mehr die Jüngsten. Wir sind nicht, wann ich denn irgendwann nicht mehr fahre. Also ich will unbedingt hier nochmal mitfahren. Also je länger die Zeit jetzt braucht, desto mehr Geld wird verbraucht. Und deshalb haben wir eher den Druck, so schnell wie möglich das Schiff wieder in Fahrt zu bringen. Das wird auf jeden Fall immer teurer. Und ob das Geld nachher reicht, das wissen wir nicht. So, dann gehen wir mal wieder an der Arbeit. Wa? Und zwar mit einer neuen Trennscheibe. Alles, was irgend geht, machen Bob und Silvio selbst. Eine alte Lenzpumpe muss ausgebaut werden. Der Block wiegt fast einen Zentner. Kabel.
Jo. Okay. Und er kommt. Stückweise werden die Teile ins Lager nach Greifswald gebracht und irgendwann wieder eingebaut. Hoffentlich. Mittlerweile stehen 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr als gedacht. Ob es reicht, bleibt fraglich. Aber Oliver Schmidt plant im Büro vorsichtig schon den nächsten Arbeitsschritt. Die Decksanierung. Die Preise einholen jetzt für den Teil 2 und dann kann man auch gleich die Lüfter anfragen. Die Schwanenhalslüfter, durch die auch bei schwerer See kein Wasser eindringen kann. Der kommt von oben aus dem Deck und läuft dann so wieder nach unten und die Öffnung reicht nach unten, sodass du also eine Verbindung hast vom Deck zu den unteren Räumen. Tschüssi, Streber. Tschüssi. Tschüss. 3 Monate später ist Saisonauftakt. Die ehemaligen Kursanten treffen sich wie immer im Wieger Hafen. Aber da, wo die Greif sonst liegt, stehen 2 Seenotretter. Mit dem Verein haben die nichts zu tun. Und mit dem Schiff? Mit der Greif. Eigentlich, bis auf dass wir sie einmal an die Pier geschoben haben, gar nichts. Eigentlich wäre heute ihr erster Segeltag. Jetzt müssen sie Werbung machen für ein Schiff, das nicht da ist. Genau wie ihr Animateur. Bob hat sich ein bisschen was überlegt für das Hafenfest. Heute ist der perfekte Segeltag. Es wäre so schön, jetzt mit der Greif zu segeln. Es wäre ein Traum. Der Bootsmann als Entertainer. Spende für die Greif. Der weiße Schwanne Siegel. Wenn er schon nicht segeln kann, dann wenigstens singen. Und eine Bühne kann überall sein. Das weiß Bob seit seiner Kindheit. Hey, warum auch nicht? Hey, der Koffer ist zu, wir brauchen jemanden, einen Freiwilligen, der den Bier aufmacht. Hey, der Koffer ist zu und da gibt's jemanden, einen Freiwilligen. Dankeschön. Damals hatte ich so einen Spitznamen, der hieß Sternchen. Hatte ich immer so ein Sternchen-T-Shirt, waren wir bei den Jugendbandnächten. War mit einer der ersten Auftritte, die ich hatte, im Pfefferberg in Berlin. Und da dachte ich so, das rockt, das ist cool, das kann ich machen. Ich kann die Leute begeistern oder auf jeden Fall kann ich irgendwie rumschreien und rumtanzen und das finden die Leute gut. Und wer bei Bob stehen bleibt und zuguckt, den schnappen sich anschließend die Kursanten. Ich werde mit langem Arm führen. Jawohl, ja. Zielwerfen mit der Wurfleine. Oder ein Bötchen aus Holz bauen. Oder der 5-Minuten-Knotenkurs. Oder selbst mal Bötchen spielen. Die Vereinsfantasie ist grenzenlos. Am Nachmittag ist halb Greifswald draußen in Wieg. Und Bob hat den nächsten Auftritt. Diesmal mit seiner Frau. Mit Fee. Mit dem Sprung in den Rieg ist die Saison definitiv eröffnet. Danach spielt Bob zum 3. Mal. Diesmal für jene, die noch nicht nach Hause wollen. Der Abend ist ja noch jung. Zwei Monate später, im Juni, ist die Brücke der Greif leergeräumt. Das haben Silvio und Bob sozusagen in Handarbeit geschafft und auch damit Kosten gespart. Zum Schluss muss der alte Dämmstoff raus und entsorgt werden.
Demnächst wechselt die Greif in die Halle, das ist nun sicher. Und sie hat eine neue Nachbarin bekommen, die Gorch Fock 1. Vorgängerin der bekannteren Gorch Fock 2 der Bundesmarine. Wir haben ja so mehr oder minder den Starter hier auf der Werft gemacht. Und jetzt freut uns natürlich die Initiative, dass wir jetzt zwei sind. Ne? Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Überzahl. Zurück nach Greifswald. Gut 40 Kilometer und gut 40 Minuten. Jeden Morgen hin, jeden Nachmittag zurück. Mal früher, meistens später. Wenn es die Warnow-Werft in Rostock geworden wäre, käme Bob nur am Wochenende nach Hause. Aber so wenigstens jeden Tag. Bob wohnt mit Fee zusammen. Aber er spielt erst mal mit Helga. Fee hat den Hund zu sich genommen. Aus dem Tierschutz. Die war in Rumänien und dann kam die nach Berlin. Und dann habe ich sie rausgeholt. Ich wünschte, ich könnte Rumänisch sprechen. Dann könnte ich mich mit ihr unterhalten. Bob und Fee kennen sich aus Berlin, sind aber erst in Greifswald zusammengezogen. Bob hat die Wohnung gefunden. Ein Glücksfall. Dann ist er von Stralsund nach Greifswald gezogen, um mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und in der Sekunde, wo wir hergezogen sind, ist das Schiff in die Werft nach Stralsund gekommen. Naja. Die beiden warten auf ein Kind. Ist immer noch ein bisschen heiß. Wie findet Fee denn die Sache mit der Greif? Ein bisschen langwierig und schade. Ein Sommer auf dem Balkon. And I wait for an email. Vielleicht ist das die einzige Sicherheit für Bob, dass da bald ein Kind kommt. Wenn jetzt die Greif nicht mehr segeln sollte und ich arbeitslos werden sollte, dann bliebe mir jetzt erstmal nichts weiter als Musik zu machen, um das zu verarbeiten, dass ich das nicht geschafft hätte, die Greif wieder zum Segeln zu bringen. Würde ich persönlich nehmen, ja, auf jeden Fall. Im Juli ist der Stellplatz leer. Die Greif ist in die Halle umgezogen, im Gefolge der Gorch Fock. Die Deckshäuser sind schon abgenommen. Jetzt ist das Deck selbst dran, auf dem sie standen. Der Stahlbau geht weiter. Endlich. Ja, kann weitergehen oder was? Vom Schiffskörper getrennt hängt das Deck nur noch am Kran. Es sind nur wenige Arbeiter beteiligt, aber die große Halle ist ein Vorteil bei der Reparatur. Silvio dokumentiert den nächsten kleinen, großen Moment. Nach 71 Jahren hat das Deck des einzigen Großseglers der DDR ausgedient. Für solche Augenblicke braucht es das Stativ und die große Kamera. Ah, jetzt. Damit ich parat bin, halt lieber angemacht vorher, nicht, dass ich denn das Abheben verpasse. Wir waren ja schon fleißig. Der Koch kann uns nachher hier noch eine Wurst rausgeben. Die Kombüse, ein Umbau von 1953, ist ab jetzt Geschichte. So wie die alte Brücke. Das Stahldeck wird dazugestellt, zu dieser historischen Reihe. Das Ziel? Ohne die Deckshäuser soll die Greif wieder ungefähr so aussehen wie 1951. Vorher hat man nicht so richtig gesehen, was wir gemacht haben, weil wir innen immer nur abgerissen haben. Abgerissen, abgerissen, abgerissen. Rohre raus, noch Verkleidungen raus und so weiter, ne? Und Vorbereitung. Und dadurch, dass der Rumpf jetzt schon gut wieder in Schuss ist und die Spanten wieder repariert sind,
kann man jetzt eben an die Dinge gehen, die man jetzt von außen wirklich sieht. Und das sind natürlich die Deckshäuser. Also das war ein richtiger Mutmacher-Moment, kann man so sagen. Die Greif hat Ballast verloren und sieht endlich nach Anfang aus. Einen Monat später ist Bob wieder in Hamburg, auf St. Pauli. Ein Termin, an einem Sonntag, in einem Gitarrenladen. Der Gitarrenbauer ist ein Freund von Robert Wendt, dem Kopf von Bobs Hamburger Band. Das Album ist fertig, lang hat's gedauert. Eine Langspielplatte von Stonewater. Schon ein besonderer Moment. Ist auch wirklich schön geworden. Du hast hier noch, die LP-Version hast du noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Leute, wenn man das jetzt aufklappt, ist das super stimmig irgendwie. Ja. Echt schön geworden. Nee. Fotoshooting. Hier in Hamburg. Komplett in Hamburg. Da war so ein alter Kran und so eine alte Brücke, ne? Das war irgendwie echt super. Ja. Ein überzeugendes Statement, schreibt die Presse. Und im Herbst geht die Band auf Tournee. Für mich ist es ein Höhepunkt, weil es ein Album ist, was ich auf jeden Fall meinen Kindern zeigen würde und sagen würde, hier steht der Vater dahinter. Das hat er gerne gemacht. Oh, can't you see what you're doing to me? Pain is bleeding me. Ooh, set me free. Oh, can't you see? Ein Blues-, Rock- und Soul-Album, das so klingt. Ah, Elbe. Wenigstens ein kurzer Ausflug an Hamburgs Küste. Bob hat hier eine gute Seglerfreundin, Güde. Die könnte aus dem Turn an die Elbe einen Turn auf der Elbe machen. Ich habe die Fotos gesehen, Instagram. Ja, wir hatten alles voller Luftballons. Güde hat gehört, dass Bob bald Vater wird. Also, es wird ein Junge. Es wird ein kleiner Kapitän vielleicht und der Bauch ist schon so und kann jeden Moment kommen eigentlich. Ach, echt jetzt? Nur nicht heute. Natürlich könnte Bob jetzt den Hamburger Fairmaster auf der Bluesharp spielen. Macht er aber nicht. Am Montag früh ist er wieder auf der Werft. Und auch wenn es gerade nicht vorangeht, wenn alles nach Stillstand aussieht, ein guter Bootsmann findet immer was zu tun. Da haben wir sie. Das muss wieder segeln, das Schiff. Das Schiff bleibt hier und das wird auch wieder segeln.